Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Ein Interview und ich würde gerne wissen, wer möchte heute etwas loswerden? Wer möchte dir heute eine Nachricht überbringen? Welche Person, welche Energie, wer zeigt sich heute? Was ihr nicht mitkriegt, ich habe neben mir die Karten und werde das Interview immer so gestalten, dass ich neben mir die Karten dann ziehe und gehe dann energetisch da rein und sag euch, was er mitteilen möchte. Ich zeige euch trotzdem die erste Karte, damit ihr die sehen könnt. Die war auch in Kopflage, das heißt für mich dann immer eindeutig, dass die Person von außen ist, also dass nicht dich das betrifft, sondern dass es die Person ist. Und damit ihr das mal seht, so, sorry, dass es so wackelt, ja, ich halte die Kamera in der Hand und auch die Nebengeräusche, entschuldigt bitte dafür. Aber ich mache da jetzt einfach mal weiter. Also diese Karte hat sich gezeigt, die Person denkt über die Vergangenheit nach. Hier ist jemand, der hat mit dir Kontakt gehabt, der war wichtig für dich. Und damit es nicht die ganze Zeit wackelt, halte ich das jetzt mal ein bisschen ruhig. Vergib und verzeih, lege die Wut ab, lass los, du kannst nichts mehr ändern. Ich kriege hier eine Person rein, die ist sauer auf sich selbst. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat was mit der Person selber zu tun. Diese Person ist wütend über das, was sie gebracht hat, was sie gesagt hat, wie sie sich verhalten hat, ja. Dass dir das noch im Kopf sitzt, dass du vielleicht selber drüber nachdenkst. Kann auch sein, dass ihr so miteinander verbunden seid, dass du das spürst energetisch, ja, wann jemand an dich denkt, was für eine Qualität es hat, ob jemand glücklich ist oder ob jemand runtergezogen ist, wütend ist, dürftest du durch die Energetik schon merken. Sorry. So, ich frage jetzt, ich fange an mit dem Interview. Was macht dich so wütend, wenn du an die Vergangenheit denkst? Um was geht's dir denn dabei? Was geht dir durch den Kopf? Was ist das, worüber du nachdenkst? Dass ich mich distanziert habe, darüber denke ich nach. Und dass ich das Ganze dahin geführt habe, dass es zum Bruch geht, dass ich mich rausgezogen habe, dass ich so starr war, statt dass ich irgendwie freundlicher zu dir war. Also ich spreche dich jetzt mit du an und dein Gegenüber zeigt mir hier, ich hätte irgendwie meine Liebe mehr zum Ausdruck bringen sollen, meine Versöhnlichkeit, mein, was mir an dir gefällt, warum ich überhaupt mit dir diese Verbindung aufgenommen habe. Und jetzt kann ich das nicht mehr bringen. Warum nicht? Warum kannst du es jetzt nicht mehr bringen? Warum kannst du ihr jetzt nicht mehr sagen, was in dir vorgeht? Weil es schon zu lang her ist. Und weil ich das erst verstehen musste. Ich musste erst etwas darüber lernen oder lesen, mich darüber schlau machen, mich damit auseinandersetzen und wieder in Gleichgewicht zurückkommen. Was war zu der Zeit, dass du aus deinem Gleichgewicht raus warst und dich so verhalten hast, dass du dich distanziert hast? Ich war eifersüchtig. Ich war eifersüchtig, weil ich gesehen habe, dass sie immer mehr in die Fülle geht, dass es ihr besser geht und dass es aber nichts mit mir zu tun hatte. Ich krieg bei einigen, wenigen rein, dass sie schwanger waren von dieser Person und dass die Person verlangt hat, dass sie dieses Kind wegmachen lässt oder dass er abgelehnt hat, dass er mit ihr gemeinsam ein Kind zeugen will. Und sie war aber in der Blüte, also du warst, also wenn dich das betrifft, ansonsten kriege ich hier von ihm rein, dass er sagt, ich war eifersüchtig, missgünstig, ja, ich habe gesehen, es geht dir gut, aber es geht dir besser ohne mich. Oder es geht dir gut ohne mich, ja, sie braucht mich nicht. Warum warst du denn eifersüchtig darauf? Ich habe immer dagegen gekämpft. Ich musste immer kämpfen, um Fülle zu erlangen, um Reichtum zu bekommen. Ich habe es nicht so leicht gehabt.
Ja, und ist es ein Grund, es ihr jetzt schwer zu machen? Nein, aber ich konnte ihr nichts bieten. Sie hatte Wünsche und Vorstellungen gehabt, die ich ihr nicht geben konnte. Bei mir war einfach, es war nicht überlebensfähig. Bei mir ist nichts überlebensfähig. Bei mir ist Dürre, bei mir ist Wüste, ja, Niemandsland. Ich bin im Mangel, im Verlust. Ich kann nichts bieten. Bei mir gibt es nichts. Und warum hast du es nicht gesagt? Warum hast du es nicht so kommuniziert? Warum hast du dich distanziert und hast einfach die Schotten dicht gemacht? Ich habe es abgegeben, um ehrlich zu sein. Ich habe es an eine höhere Macht abgegeben. Ach so, du hast die Verantwortung abgegeben oder wie? Du hast gesagt, lass mal die Engel machen. Aber ich meine, sie will ja keine Kinder mit Engel oder eine Beziehung mit Engel oder eine Partnerschaft. Sie braucht mich doch gar nicht. Sie ist doch gar nicht auf mich angewiesen. Guckt doch mal, seht ihr das? Sie ist doch gar nicht auf mich angewiesen. Ja, aber warum habt ihr euch aufeinander eingelassen? Es geht doch nicht ums darauf angewiesen zu sein. Ich habe mich das auch immer wieder gefragt. Ich konnte mit ihr nicht drüber reden. Warum nicht? Um was geht's denn? Worüber hättest du mit ihr reden sollen? Sie hat alles gespürt, spirituell, unsere Verbindung. Sie hat immer die Wahrheit gespürt, aber ich habe vieles unterdrückt. Auch diese Gespräche über diese Verbindung. Ich konnte nicht mit ihr drüber reden. Ich war immer so hin und her gerissen. Ich war so wischiwaschi. Ich konnte mich nicht entscheiden. Dann habe ich immer wieder gedacht, es ist besser, wir sind nicht zusammen. Ich leide an einer Sucht und sie weiß es nicht wirklich. Oder ich habe es ihr nie wirklich gesagt. Ich habe einfach zu viele Süchte. Ich habe Abhängigkeiten und ich habe auch Angst vor dieser emotionalen Abhängigkeit. Ich weiß, ich müsste eigentlich was dagegen tun. Ich müsste in Therapie oder einen Berater aufsuchen, aber ich kann's nicht. Ich ghoste lieber, ich hau lieber ab, ich flüchte. Okay, und was willst du jetzt? Warum zeigst du dich hier? Warum willst du darüber reden, dass du jetzt über die Vergangenheit nachdenkst? Warum zeigst du dich hier? Warum willst du, dass sie das weiß? Eigentlich belastest du sie damit. Ich will, dass sie weiß, dass ich mich jetzt hinten anstelle, dass ich diesmal mehr darauf achte, dass sie recht hatte und dass sie vorgegangen ist und dass sie recht hatte mit allem, was sie gesagt hat. Ich will, dass sie das weiß. Und ich wünschte, wir könnten noch mal einen Zugang zueinander finden, aber ich weiß auch, dass ich noch ganz viel zu tun habe und dass ich nicht gerade die schnellste Person bin. Was möchtest du denn damit sagen? Möchtest du damit sagen, dass du wieder kommen möchtest? Und wenn ja, was hast du da im Sinn? Ja, ich möchte wiederkommen. Sie hat mich irgendwie wachgeküsst. Sie ist diejenige, die mich aufgeweckt hat, aber auf eine ganz sanfte Art und Weise. Und ich kann das nicht mehr vergessen. Ich denke da immer wieder drüber nach, wie sanft sie war. Und dass ich aber derjenige war, der sehr viele Belastungen mitgebracht hat. Und ich möchte ihr gerne zeigen, dass ich mich mit der Zeit verändern werde. Ja, wie viel Zeit brauchst dann du? Heidewei, wartet mal ganz kurz. Okay, also, was ich hier reinkrieg ist, er zeigt mir hier auf, dass er erst wieder ins Gleichgewicht kommen muss, dass er sich entgiften muss. Dazu muss er noch mal ganz tief runter, um an den Kern zu kommen, und das dauert. Aber was ich jetzt selber, ich aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus meinem persönlichen Gedanken hier noch mit reinkriege, ist, es lohnt sich nicht, auf jemanden zu warten, der sich echt urig viel Zeit dafür nimmt und immer wieder so rausschiebt, rauszögert, ja, der Meinung ist, wir sind ja verbunden, es wird dann schon irgendwann jemand, der die Verantwortung an die Engel abgibt, ich bitte euch, da muss ich jetzt einfach mal dazwischen grätschen, egal was er hier gerade sagt und loswerden will, natürlich mache ich die Legung gerne weiter,
Aber hier muss ich mal einen Cut machen und ich kriege hier wirklich einen harten Weg rein für die Person. Und ihr dürft nicht vergessen, das, was ihr miteinander erlebt habt, das frisst sich ja irgendwie auch in die Gedanken mit ein. Das kann man nicht vergessen. Man kann gerne vergeben, ja, wenn ihr das könnt, ist das super toll. Aber das, was ihr da miteinander erlebt habt, das muss alles aufgearbeitet werden. Da ist Vertrauen zusammengebrochen. Da ist das Selbstvertrauen leidet unter sowas. Und der macht sich's meiner Meinung nach ganz schön einfach. Er bringt dich in seine Problematik mit rein, zieht dich in seine Themen mit rein, was auch immer, welche Süchte auch immer er hat. Und du leidest mit darunter. Und deswegen fühle ich mich hier ein bisschen verantwortlich dafür, dass du jetzt nicht irgendwie das Gefühl hast, okay, der macht was. Ich warte. Auf gar keinen Fall. Das ist dein Leben, ja? Es ist dein Leben und wir werden alle nicht jünger. Und weiß der Geier, ob er es überhaupt gebacken kriegt, das, was er hier gerade ankündigt. Und wie es hinterher aussieht, vielleicht seid ihr beide so verändert, dass ihr gar nichts mehr miteinander anfangen könnt. Deswegen meine Empfehlung, und ich frage jetzt auch wirklich mal die Engel, ist hier wirklich mal auszusteigen und zu sagen, okay, du mach dein Leben, wie du willst. Für mich ist der Käse hier gegessen. Also das wäre jetzt meine Antwort, ja. Das ist das, was er davon hat. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier zwei Karten. Er bedauert sich selbst, will aber, dass du auf ihn wartest. Ich bitte dich, mach das bitte nicht. Ja? Ich frage jetzt mal die Engel, was sagen die denn dazu? Ich kann halt nicht meine Klappe halten, tut mir leid, gell? Ich darf die Karte nicht in die Kamera halten. Das ist der Arschengel. Also ich krieg aber auf deiner Seite hier rein, ja, dass du hier unfreiwillige Entwicklungshilfe gegeben hast bei deinem Gegenüber. Du warst hier der A-Engel für ihn. Ich darf die Karte halt nicht reinhalten, deswegen ist schon mal ein Video gesperrt worden. Aber du warst hier der Eingriff von außen. Du warst sein Arschengel, mein Schatz. Du hast hier deine Finger in seine Wunde gelegt, damit der endlich mal wach wird. Und das war wirklich so. Du hast ihm den Kuss gegeben, auf eine ganz liebevolle, sanfte Art und Weise. Und ich glaube, nur so konntest du ihn auch erreichen. Nicht mit dem Finger auf ihn gedeutet, von wegen hier, guck mal da und was du alles machst und wie du bist und du, keine Ahnung was, sondern du warst eine sehr liebevolle Person, ganz sanft und liebevoll und auf eine ganz liebevolle Art und Weise hast du ihn dahin geführt, wie es sich anfühlt, wenn man geliebt wird. Und ich glaube, das ist das Problem gewesen. Weil er das nicht erwidern konnte, hat er sich distanziert, hat sich da rausgezogen, ist jetzt deprimiert, weil er hatte alles mit dir. Du warst die Person, die man sich wünschen kann an der Seite, die mit einem durch dick und dünn geht, die einen wirklich die Stange hält, ja, den Kopf hält, wenn jemand sich übergibt und die Haare zurückhält, ja, und obwohl der andere Scheiße baut, trotzdem noch stark für den ist. Und das erkennt er jetzt mit Abstand und hätte dich gerne wieder und macht dir hier Versprechen, wo er noch nicht mal angefangen hat. Deswegen lass dich da bitte nicht drauf ein. Sollte so jemand auf dich zurückkommen, alles schön und gut, schön, dass er es verstanden hat, schön, dass du sein Arschengel warst, der ihn auf liebevolle Art und Weise wachgeküsst hat. Jetzt ist es aber an der Zeit zu realisieren, hallo, du hast auch noch ein Leben, du bist hier nicht nur die Wachrüttlerin und Wachküsserin, sondern du bist auch jemand, der einen Anspruch hat auf selber glücklich sein. Und das wünsche ich dir, dass du glücklich wirst, ja. Und ich kriege hier wirklich rein, du hast es geschafft, jemanden wach zu küssen, wach zu kuscheln, wach zu streicheln, wach zu lieben. Aber den Rest, den muss er jetzt selber gehen. Erkannt hat er es, er leidet drunter, okay. Aber er muss seine Baustellen selber bearbeiten. Das ist nicht dein Auftrag. Dein Auftrag ist, heile jetzt deine Wunden, die er dir durch sein Verhalten zugefügt hat. Ja, ich bitte die Engel für dich jetzt nochmal eine Karte. Bitte eine Karte von den Engeln, die ich jetzt für dich nochmal ausrichten darf.
Du wirst ganz klar erkennen, was hier wirklich war. Die Karte darf ich euch zeigen, schaut mal. Klarer Blick. Du durchschaust es, du erkennst es und du siehst klar. Mein Schatz, ja? Fühl dich ganz lieb gedrückt. Du bist eine wundervolle Person, wirklich. Vertrau dir selbst und deinen Eingaben. Glaub an dich und lass dich bloß nicht mit runterziehen. Du hast, bitte denk nicht, du hättest versagt. Hast du nicht. Dein Auftrag war einfach nur, dass du jemanden durch deine Liebe infizierst und dass dieser Stachel, den du gesetzt hast, auch wenn es jetzt brennt und wehtut, du aber nicht diejenige bist, die den Stachel ziehen muss, sondern das ist die Person selber, weil dieser Stachel, der ist schon urig lang drin, nur hast du ihn angefasst, ja? Und es ist wichtig für dich zu wissen, du hast das, was du tun konntest, gemacht. Du hast es mit Bravour gemeistert. Bitte sei jetzt liebevoll mit dir. Pass gut auf dich auf. Verkauf dich nicht unterm Wert. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern sei stolz, dass du du bist und dass du wirklich geliebt wirst, ja? Auch vom Universum und dass du jetzt die Situation sehr klar erkennen wirst. Alles Liebe für dich, gerne bis zum nächsten Video und alles weitere wie immer in der Infobox. Ciao, ihr Lieben.